Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sword Art Online Holo Realization. Mein Mann. Wieder mit Nico Faboke, genau. Vergesse ich immer voll häufig. Ja, den Typen greifen, weil man nicht an war. Ich glaube, der tut uns nicht gut. Da ist der Gegner noch viel besser. Hi! Da ist das Wildschwein da noch ganz lieb und alles. Ja, und ich würde dann sagen, wir gehen mal ins nächste Gebiet, aber da hinten ist noch so ein Schwert angezeigt auf der Map. Und dann ist da nochmal so irgendein fettes Viech. Kann sein. Aber ich glaube, das ist eher... Da waren wir, glaube ich, schon, oder? Oh ne, ich kann mich erinnern. Ich kann... Ich glaube, der Gegner ist noch ein bisschen zu stark für uns, aber ich kann es ja mal probieren. So weit sind wir jetzt in euch nicht gelaufen. Der ist pink. Ja, Level 14. Damage machen tut er schon ordentlich. Oh, das war ganz schön knapp. Hä? Ich hasse es, wenn man Gegner nicht anvisieren kann. Jetzt habe ich nicht genug AP. War U nicht angreifen? Eigentlich nicht schon. Ah, jetzt kann ich auch wieder. So, was kann ich denn eigentlich der Gruppe befehligen? Wechseln. Auf Angriff achten. Hat da jetzt gerade Wespen gespawnt? Ja. Hat er gerade Leben dazu bekommen? Sieht ganz danach aus. Ich glaube, wir sind noch zu schwach für den. Ich glaube, wir gehen einfach. Tschüss! Okay, rennt er dir so hinterher. Erstmal Ausdauer danken. Ja, gut. Was Warnung? Wir waren da doch schon. Revolte des heiligen Baumes. Und jetzt wieder so ganz friedliche Musik.
So. Was haben wir hier? Pflanzenast. Dass die aber auch nicht gleich mit einem Schwerthieb sterben. Ich meine, wenn so eine Wespe mit einem Schwert eigentlich anhaust, ist das Schwert einmal durch. Ja, aber ich glaube, bei dem Spiel darf man nicht nach Realismus gehen, weil sonst... Sonst wir würden in Dark Souls ja auch alle sofort instant mit einem Schlag sterben. Ja, gut. Ein Teleportstein, ich sollte ihn aktivieren. Aktivierung abgeschlossen. Du kannst jetzt diesen Teleportstein benutzen. Jetzt kann ich das Teleporttor verwenden, um direkt hierher zu gelangen. Du kannst mit dem Teleportor direkt zu einem Ort reisen, wenn du den Teleportstein in dem Gebiet gefunden hast. Beim Erkunden eines neuen Gebietes sollte das erste Ziel stets darin bestehen, den Teleportstein zu finden und zu aktivieren. Allerdings gibt es nicht in jedem Gebiet einen Teleportstein. Mal schauen, das muss das Gefälle sein, von dem Liz erzählt hat. Und östlich von hier muss ein Ort geben, wo die Bäume gefällt sind. Und mit diesem Gebiet haben wir jetzt auch neue Quests wieder bekommen. Die dann wieder mal eben durchgerusht werden. Hauptsache Strayer ist die einzige, die so mithalten kann. Ja, die anderen sind alle voll verloren. Wie ich halt so eiskalt einfach die Attacke abgewartet habe. Eine Rüstung haben wir jetzt bekommen, oder? Dorsal. Ja, bauchfrei hat auch was. Da hinten haben wir noch eine blaue Kiste. Und ist da wieder dieser Trank drin? AB-Trank plus. Beziehungsweise ein bisschen anderer Trank. Pflanzenast.
also gefällt, würde ich jetzt nicht sagen. Hier muss es sein. Kupfererz, einmal. Jetzt, wo ich alles habe, kann ich wohl wieder zurück in die Stadt. Es wäre schneller, den Teleportstein zu nutzen, den ich aktiviert habe. Tja, dieser Stein liegt aber am Anfang dieses Gebietes. Ja. Luft einfach dashen. Okay, man braucht 16 AP, um einmal zu dashen. Zurück zur Stadt. Ich muss erst Quests annehmen, bevor ich hier die Monster blätter. Muss ja auch von Vorteil sein. Und nicht nur zum Level-Vorteil. Auf einmal ist Nacht. Ja, auf einmal. Danke, das ist eine große Hilfe. Jetzt kann ich meine allererste Waffe fertigen. Fertig, aber sie ist nicht besonders toll. Tut mir leid, wahrscheinlich wirst du nicht viel damit anfangen können. Wie? Du hast diese Waffe für mich gemacht? Ich war mir sicher, dass du eine Keule oder so etwas für dich selbst machst. Hör auf mit dem Blödsinn. Das ist mein Dank dafür, dass du Materialien für mich geschafft hast. Die wollte einen Kupferbahn haben. Wir bringen ihr den Kupferbahn und sie nutzt den Kupferbahn als Dank, dass wir ihr den Kupferbahn gebracht haben, ja, als Waffe. Merkwürdig. Nun, komm schon, nimm sie einfach. Danke. Einhandschwert plus eins Langschwert. Wahrscheinlich so ein richtig schwaches Teil. Wie auch immer, die Zeit verging wie im Flug, oder? Stimmt, ich denke, ich werde mich für heute auslocken. Ich auch. Wir sehen uns morgen. Ja, bis später. Bis später vor allem. Holy shit, einfach nur die Mucke. Mal sehen, was tun. Dieser NPC wirkt interessant. Sehen wir mal, was er zu sagen hat. Dein Zimmer im Gasthaus. Dein Zimmer befindet sich im zweiten Stockwerk des Gasthauses. Hier kannst du das Aussehen deines Avatars ändern oder ein Nickerchen auf dem Bett machen. Über den Teleport in deinem Raum kannst du auf Multiplayer, Duelltraining zugreifen oder voreingestellte Paletten bearbeiten. Dieses Symbol zeigt Orte an, an denen du den Smalltalk überspringen und ein vertraulicheres Gespräch führen kannst. Hier können deine Freunde sich entspannen und dir sagen, was sie wirklich denken. Du kannst zustimmen oder ablehnend reagieren. Nicken, Kopfschütteln. Holy shit, alles klar. Wenn deine Reaktion zu den Gefühlen der Freunde passt, freuen sie sich. Und eure Freundschaft vertieft sich. Während deines privaten Gesprächs sind verschiedene Handlungen möglich. So kannst du etwa in der Steuerung näher an deinen Partner rücken und mit der Zeit immer intimer werden. Gefühle: normal, aufgeregt, romantisch und glückselig. Okay.
Solange du die Privatsphäre des anderen respektierst, werden die Gefühle deines Partners für dich immer positiver. Prinz tragen Bettgeflüster. Bist du mit einer Person enger befreundet, kannst du in der Öffentlichkeit ihre Hand halten oder sie in den Arm tragen. Gehst du mit ihr WHRD? Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Einer dieser Handlungen in dein Zimmer im Gasthaus kannst du sehr vertrauliche Gespräche führen. Bettgeflüster ist möglich, wenn du ihre Gefühle während deines Gesprächs auf dem Bett maximierst. Freunde, die dich nicht gut kennen, sind nicht zu Bettgeflüster bereit. Du musst sie erst kennenlernen. Angriff plus 30. Wäre besser als unsere Anfangswaffe, aber way schlechter als die Vulkanklinge, Alter. Kann ich die anderen Sachen, die alten Sachen eigentlich jetzt verkaufen, einfach so? Hoffentlich, sonst nimmt die einfach nur unnötig Innenplatz ein. Naja, aber bei der Vulkanklinge zum Beispiel steht nicht handelbar. Aber vielleicht kann ich bei anderen Schmieden auch was anderes machen als bei Lisbeth. Vielleicht kann ich bei anderen Schmieden ja zerlegen. Oh, da ist... hey, Premiere! Vielleicht hat sie mich nicht gehört. Hallo, Premiere! Hallo. Oh, das stimmt. Mein Name ist Premiere. Sorry, du bist wohl noch nicht an den Namen gewöhnt. Darum hast du nicht reagiert, okay. Was machst du denn? Nur herumspazieren? Ich gehe ohne bestimmten Zweck. Ah, cool. Wow, Kirito. Ist diese Aktion etwas, das du herumspazieren nennen würdest? Vermutlich schon. Manchmal hat man ein Ziel oder so, aber auch nicht immer. Hey, ihr zwei. Hallo? Hey Leute, wenn das nicht meine drei liebsten Menschen auf der Welt sind. Oh, tut mir leid. Haben wir dein Date mit Premiere unterbrochen? Ich habe sie nur gerade getroffen. Ich habe gesehen, dass sie herumspaziert und eine Unterhaltung begonnen. Klingt, als würde sie nur herumlaufen, ohne ein Ziel zu haben. Oh, hey, habt ihr schon von diesem Gerücht über Premiere gehört? Es gibt ein Gerücht? So ungefähr, ein paar Spieler nennen sie jetzt wohl den nutzlosen NPC. Sie sagen, sie zwingt einen zu einer nutzlosen Quest. Man bekommt nur einen Call dafür, sie draußen vor Monstern zu verteidigen, richtig? Ehrlich gesagt fand ich auch nicht, dass die Belohnung zu den Mühen passte. Irgendwas geht hier noch vor sich. Zu den Mühen dreimal H drücken. Aber da sich das Gerücht jetzt verbreitet, geht kaum noch einer mit, wenn sie die Quest initiiert. Ein paar Leute machen noch mit, aber die meisten glauben, dass es irgendetwas Geheimes gibt, das man auslösen muss. Die Wahrheit ist, selbst diese Leute verlieren das Interesse. Die arme Premiere wandert also nur in der Stadt herum und niemand nimmt ihre Quest an. Das ist schrecklich. Naja, wenn man auch nur einen Call dafür bekommt. Sie ist einfach nur ziellos herumgelaufen, bis ich sie gefunden habe. Man darf aber auch nicht vergessen, die Quest ist nicht ganz nutzlos. Dafür, dass man die Mobs besiegt, bekommt man auch Call. Man bekommt Sachen, die das Monster droppt. Und Erfahrungspunkte. Habe ich das jetzt gelesen? Nein, das ist jetzt wieder... Ja, das jetzt, aber das vorher? Also ja, das vorher hast du. Alles klar. Hey, wir können etwas tun. Lasst uns alle eure Quest annehmen. Das ist eine gute Idee, Liefer. Was meinst du, Neko? Klar, ich bin dabei. Ha, ihr könnt einfach nicht aufhören, euch um sie Sorgen zu machen, oder?
Naja, ich auch nicht. Ich bin auch dabei. Danke, alles klar, Premiere, wohin du auch willst. Wir bringen dich hin. Verstanden. Wenn alle gleichzeitig eine Quest von ihr annehmen, wen muss sie dann folgen? Ich weiß nicht, aber ich glaube, es bekommt jeder einen Call. Silica, der gehört dir. Überlass das nur mir. Und bam. Bam. Bam in die Fresse. Und das hier ist meiner. Reserviert. Sehr schön, das war der letzte. Bist du verletzt, Premiere? Mir geht's gut. Hier, ein Call. Nimm die Belohnung, du Idiot. Sie bedankt sich bei dir. Oh, stimmt. Vielen Dank. Gut, schätze, das ist das Zeichen, zurückzugehen. Gute Arbeit, Leute. Ja, gut gemacht, Freunde. Premiere, du kannst uns immer rufen, wenn du uns brauchst. Für alles. Wir sind dann ganz schnell da. Genau, lass mal von dir hören, ja? Vielen Dank. Wow. Sie hat vielen Dank gesagt. Premiere? Gern geschehen, Premiere. Nicht gehen. Schläfst du etwa wirklich gleich ein? Du könntest garantiert an der Weltmeisterschaft im Schlafen teilnehmen. Nee, das ist schon mein Platz. Ja, ich sag ja nicht gehen. Was? Es gibt keine Weltmeisterschaft. Das habe ich mal nachgeguckt. Scheint, als wäre das der ideale Augenblick, um für heute aufzuhören. Viel Spaß noch, Leute. Ihr habt eine Quest erledigt. Klingt gut, ich habe mich sofort eingeloggt, als ich nach Hause kam. Ich trage also sogar noch meine Schuluniform. Moment, ich bekomme einen Anruf. Oh, seht mal, wer das ist. Wer? Altes warst du, stimmt. Hm. Ich bin so verwirrt. Das L verwirrt mich immer. Lisbeth, Liefer. Ist irgendwie dasselbe. Ein gewisser jemand, den ihr alle kennt. Wer spricht Seven? Soll ich ja eben übernehmen? Kannst du gerne. Weil du ja sonst allgemein so viel hast. Mir geht's wie Lisbeth. Wer? Ich stelle auf Lautsprecher. Was? Privet, Nico. Ich glaube, sie ist Russin. Ich kann nicht so gut Russisch. Ich auch nicht. Hi, Seven. Sehr schön, die Verbindung ist perfekt. Ich verstehe dich klar und deutlich. Seven? Diese charmante Stimme würde ich überall erkennen. Hi, Liz. Silica und Liefer sind auch hier. Hallo an alle, wie geht's euch? Hier ist Liefa, mir geht's super. Pribit Seven. Deine Aussprache ist auf jeden Fall besser, Silica. Ich wusste gar nicht, dass dieses Spiel Audio-Chat hat. Wie kommt denn das? Hat es auch nicht. Das ist eine besondere App, die Seven entwickelt hat, um von außerhalb des Spiels zu chatten. Sie ist noch in der Alpha. Es gibt also garantiert noch viele Fehler, die darauf warten, gefunden zu werden. Ich dachte, es wäre ein gutes Sicherheitsnetz. So könnt ihr trotzdem die Außenwelt kontaktieren, wenn ihr im Full Dive seid. Es ist auf jeden Fall eine tolle Idee. Was hätte ich damals in SO für diese Möglichkeit gegeben? Vieles hätte anders laufen können, wenn wir so etwas gehabt hätten. Stimmt, ich will dafür sorgen, dass es einen Notfallplan gibt. Full Dive sollte keine Angst, sondern Spaß machen. Oh, danke Seven, dass du auch Yui und Strea in Sword Art Origin gebracht hast. Und vor allem auch Pina. Ich dachte, es würde ewig dauern, ein Programm zu finden, das sie
herbringt. Aber du hast es blitzschnell geschafft. Einer der Vorteile, wenn man mit den Devs arbeitet, total einfach, solche neuen Tools zu implementieren. Was das angeht, wie bist du da gelandet? Ich dachte, du wärst nach Al-O auf Ruhm und Rampenlicht aus. Ja. Ich mache ja keine niederen Arbeiten oder überhaupt Arbeiten an dem Spiel. Eigentlich hat das Projekt nur meinen Namen. Das genügte allerdings, um euch alle in die Beta zu bekommen. Und unsere alten Avatare zu implementieren. Danke dafür. Naja, also Kirito hat jetzt nicht wirklich seinen Standard-Char. Mhm. Du bist beeindruckend. Ich weiß nicht wie, aber ich bin froh, dass du es geschafft hast. Macht nur weiter so. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich werde hier gerade total rot. Ich habe gehört, wegen deiner Forschungen hast du keine Zeit mit uns hier zu spielen. Das ist echt schade. Ich weiß, ich wollte mich unbedingt einloggen, aber es kommen Unmengen Daten, alle total dringend. Ich komme nicht weg. Das wird mich also eine Weile beschäftigen, aber ich versuche, alles schnell zu schaffen. Ich will unbedingt spielen. Aber genug Zeit, um so ein Anruf-App zu implementieren im Spiel, die sie erst selbst programmiert hat. Zumindest muss das fertig sein, wenn die Beta endet. Ich muss dabei sein, wenn sie die Quest der Anfänge einführen. Quest der Anfänge, sagst du? Eine wirklich riesige Story-Quest, die sie beim Start des Spiels einführen. Sie wird sämtlichen Rahmen sprengen. Riesige Story-Quest, holy shit. Mhm. Das Ganze ist eine epische Geschichte, voller Epik direkt hier in Eingrown. Episch, oder? Oder? Zu viel Epik. Oh, und das habt ihr natürlich nicht von mir, klar? Haha, eine Geheimhaltungsvereinbarung bedeutet dir nichts, oder? Was? Axel. Sie wollten es sowieso bald verkünden. Außerdem kann ich ja darauf vertrauen, dass ihr nichts sagt, oder? Der Achselzuckmuff, ich verstehe den irgendwie nicht, weil die sind ja eigentlich jetzt nur am Telefonieren und sie können die nicht mal sehen, also warum zuckt die da jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ist ja nicht so, als würde man so ein Zucken hören. Außerdem hätte ich statt Achselzuck, hätte ich Schulterzuck genommen. Lass mich das umformulieren. Ihr werdet nichts sagen. Ja, das klingt besser. Jawohl, die Dame. Quest der Anfänge. Ich habe alles darüber vergessen, außer meiner Aufregung. Und gefällt es euch bisher? Ich wette, ihr stampft schon an der Front herum und sorgt für Ärger. Wir führen dieses Mal nicht den Angriff an, aber wir haben eine tolle Zeit. Absolut. Je mehr ich spiele, desto besser werde ich. Jeden Abend logge ich mich später aus. Haha, nutzt diesen Vorsprung. Ihr werdet ihn brauchen, wenn ihr mit mir mithalten wollt, sobald ich drin bin. Ich bin überrascht, dass sie das zulassen. Normalerweise behält man doch nicht seinen Charakter aus der Beta. Cool, oder? Sie wollten das Nutzerdatenverwaltungssystem testen. Die Devs wurden mit Beta auf Anfragen überschüttet. Kann ich mir vorstellen, eine Handvoll hochstufiger Charaktere bei Spielstart wird irre. Die haben einen riesen Vorteil. Also, sei ein guter Junge und mach nicht alle Quests ohne mich. Je nachdem, wie lange die Quest dauert, könnte man dann direkt mit einem Level 100er Charakter in den Spielstart joinen. Ich weiß, wie du dich fühlst, Seven. Manche Leute spielen ganze MMOs durch, bevor ihre Schwester sich einloggt. Dieses Mal bin ich brav. Wo wir von Quests reden, es gibt da eine, die mir im Gedächtnis geblieben ist, aber nein, ich sollte...
Ach, komm schon. Du kannst nicht sowas sagen und mich dann hängen lassen. Geht es um Premiere? Komm schon, es ist Sam. Sie macht bestimmt nichts, um, du weißt schon, ihr zu schaden. Okay, okay. Ihr habt ja recht. Also, es gibt da diesen NPC. Welche Persönlichkeit sie auch bekommen sollte, hat sie nie erhalten. Sie hat überhaupt keine Einstellungen. Ein NPC ohne Einstellung. Was genau meinst du dann, du denn? Yui hat uns gesagt, dass alle NPCs eine Rolle programmiert bekommen und eine dazu passende Persönlichkeit. Aber bei ihr waren alle Parameter auf den Ursprungszustand gestellt. Ja, anscheinend steht überall nur Null. Sie hat nicht mal einen Namen. Moment mal, das ist aber etwas anderes, als keine Einstellungen zu haben. Ihr seid ihr begegnet? Wie bewegt sie sich überhaupt? Wir denken uns einfach, dass ein Programmierer sie vergessen und einfach so implementiert hat. Es ist nicht ausgeschlossen, dass so etwas passiert, aber trotzdem frage ich mich... Was denn? Fehler passieren doch immer wieder, oder? Sie werden gemeldet und behoben. Ja, bei normalen Spielen, aber hier sollte das nicht passieren. Origin nutzt dasselbe Hauptsystem wie SAO, das Cardinal-System. Dadurch soll das Spiel dauerhaft ohne menschlichen Input laufen und bei Fehlern automatisch auf Reparatur schalten. Es repariert solche Dinge also von sich aus? So soll es laufen, aber euch zufolge haben wir einen Null-NPC, der überall herumrennt. Naja, sie rennt nicht wirklich, egal. Das bedeutet also, das Cardinal-System sieht sie nicht als Fehler. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte es nicht geben. Sie nicht geben. Fände das Management das heraus, würde man sie sofort löschen. Was? Nein. Hey, wow, einen Moment mal. Sie löschen? Das hatte ich befürchtet. Sie packen kleine Probleme lieber gleich am Schopf, bevor sie zu großen Problemen werden. Und was wollt ihr deswegen unternehmen? Ich kann das an die Devs weitergeben, wenn ihr wollt. Das darfst du nicht. Aber liebe perfekte Sam, sie hat doch nichts falsch gemacht. Wir kümmern uns um sie. Bitte, richtig? Seven ist so toll. Was zur... Ich kann euch Softies doch nichts abschlagen, wenn ihr so bettelt und mir Komplimente macht. Ich sag nichts. Puh, danke, Seven. Vielen Dank. Moment mal, Softies? Als hättest du kein weiches Herz, wenn du es wolltest. Natürlich, ich bin so gnädig wie eine Göttin. Hand aufs Herz oder so. Aber denkt daran, dass sie ein verbuggter Charakter ist. Passt auf, dass sie nichts Seltsames tut, okay? Wow, wie die Zeit vergeht. Auf mich wartet noch eine Menge Arbeit, auch wenn ich lieber mit euch quatschen würde. Bis bald. Kann sie das nicht während der Arbeit machen? Ich kann auch während dem Telefonieren rumlaufen und Sachen schreiben. Schäm dich, du fängst jetzt erst mit der Arbeit an. In Amerika geht die Sonne gerade auf, aber süß, dass du dir um mich sorgen machst. Oh, hab wohl den Zeitunterschied vergessen. Ruf uns jederzeit an, wenn du uns brauchst. Wir hoffen, dass du dich uns bald anschließt. Viel Glück, Sam. Tschüss, Seven. Ciao. Bis bald, Leute. Das wie Danja. Ach, schade, dass sie so beschäftigt ist. Ich frage mich, was das für dringende Arbeit ist. Ob es wohl etwas mit mit Sword Art Origin zu tun hat? Diese Frage haben wir völlig vergessen zu stellen. Und jetzt kann ich an
Jetzt kann ich an nichts anderes mehr denken. Wir fragen sie, wenn sie nächstes Mal anruft. Vielleicht können wir ihr ja helfen, damit sie schneller spielen kann. Ja, das wäre das Beste. Ich muss schon sagen, ich hätte für eine Sekunde Panik, als sie sagte, sie würde Premiere eventuell löschen. Ich auch. Zu dumm, dass das die normale Reaktion von Devs ist. Aber das könnte ihnen später wirklich Probleme bereiten. Wir müssen nur dafür sorgen, dass nichts Verrücktes mit ihr passiert. Falls wir herausfinden, warum sie nicht richtig konfiguriert wurde, können wir ihr vielleicht irgendwie helfen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie in Sicherheit ist. Von mir hört ihr keine Gegenargumente. Ich bin immer so verwirrt. Ja, ich habe dann immer so viel zu lesen, dass ich dann so voll im Leseflow bin. Oh. Jucken! Kratzen! Oh, heute ist der Tag, an dem ich Asna versprochen habe, mit ihr questen zu gehen. Ich sollte mich mit ihr in Verbindung setzen, sobald ich bereit bin. Darf ich jetzt auch mal wieder was machen? Ich würde erstmal sagen, Folge beenden. Wir sind schon bei 36 Minuten, glaube ich. Kann sein. Ja, 36,29. Ich möchte aber noch kurz vorher die Quests annehmen. Und wer jetzt triggert's automatisch? Glück gehabt. Ah, okay, die Quest kann ich nicht annehmen. Erforderliches Level 7. Oh, schade, dass ich gerade erst 6 bin. Oh lol, ich habe direkt Quest zum Abgeben. Ja, dir gefällt's, wa? Ich werde die Quests demnächst an eine Tafel abgeben, wo weibliche Charaktere stehen. Okay, ne, bei dir kann ich auch nichts machen. Okay, und was ist, wenn ich Sachen verkaufe? Da, das Kurzschwert zum Beispiel. Dann der Mantel. Eine Vulkanklinge. Das Langschwert. Und so kann ich nur die anderen Sachen verkaufen. Okay, das sind Schilde. Nee, danke. Ey, nee. Krieg ich irgendwie. Kann ich das wieder ab. Okay, so kann ich das abrüsten. Lederweste. Maid-Kostüm. Genau. Schulbadeanzug. In weiß. Ein Pyjama. Alter, was? Ein Hochzeitskleid? Okay, da verändert sich einfach gar nichts. Wie viel Koll haben wir? 3116. Ich würde sagen, so Schuhe können wir uns schon kaufen. Ich kauf gleich hier die guten. Nein! Oh. 78 Stück. Da einen möchte ich bitte kaufen. Habe ich die jetzt direkt angezogen? Anscheinend. Scheint so, ja.
Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Danken wir euch fürs Zuschauen. Und wir hoffen, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Sword Art Online Holorealization wieder ein. Ciao. Ciao.